herzlich willkommen zu meinem fünften Video aus der Reihe Aufgabenstellungen für Scratch Kara. Wir betrachten uns wieder diesen Ort, in dem Kara eben arbeitet auf seiner Bühne. Hier haben wir Kara und dann hier ist der Baumstumpf. Und Kara soll jetzt zum Baumstumpf laufen und dann zum Stehen kommen. Und auf dem Weg muss Kara zumindest zwei Kleeblätter ablegen. Man muss hier ein Element aus dem Bereich Steuerung und zwei Elemente aus dem Bereich Bullscher Ausdrücke verwenden. Das ist jetzt eine Erweiterung der vorgehenden Aufgabenstellung ein wenig. Schauen wir uns hier mal ab, wie das abläuft. Er geht eben einen Schritt voraus, setzt dann hier dieses Kleeblatt, geht wieder einen Schritt, setzt das Kleeblatt und ist dann schon angekommen. Richten wir das jetzt wieder so her, dass ich dann auch schön verwenden kann. Und die Aufgabenstellung schaut jetzt dann letztlich so aus, dass ich das jetzt hier noch wegbekomme. Die Lösung ist hier praktisch, ich habe eine Weilschleife aus dem Bereich der Steuerung hier verwendet, arbeite dann hier mit diesen beiden Bullschen Ausdrücken, solange eben hier Kara nicht vor einem Baum ankommt, das ist dieses Not to Front, das sind hier Bullsche Ausdrücke, soll eben einen Schritt gehen und dann eben dann hier mit Put Leaf dann dementsprechend hier dann ein Kleeblatt hinterlegen. Das ist ja dementsprechend dann auch die Lösung der Aufgabe. Prüft also, solange eben noch nicht vor einem Baum steht, wird das, was hier in der Weilschleife ist, ausgeführt und das bedeutet eben dann hier einen Schritt weitergehen und eben auch dann ein Kleeblatt hinterlegen.